Basis der Royal Navy, Portsmouth. Captain Benson ahnt nichts Gutes, als das rote Telefon klingelt. Ja, stellen Sie durch. Guten Morgen, Sir. Nein, noch nichts Neues. Wir haben noch keinen Kontakt mit der Ranger. Nein. Und auch keine Notsignale, Sir. Es sieht beinahe danach aus. Ja, selbstverständlich, Sir. Wir haben eins unserer Atom-U-Boote verloren. Doch das geht nicht nur der britischen Marine so. Die Sowjetunion hat ein ähnliches Problem. Das Atom-U-Boot Potjomkin ist einfach spurlos verschwunden? Aber das ist ja eine ungeheure Katastrophe, Genosse Vorsitzender. Ja, ich werde sofort unseren besten Agenten darauf ansetzen. Rubevich, wo ist Agent Triple X? In Urlaub, Genosse General. In einem Erholungsheim für verdiente Agenten des Volkes. Und dort erholt sich Triple X wirklich prächtig. Ein zauberhaftes Wochenende. Ich werde es nie vergessen. Ich auch nicht. Wann werden wir uns wiedersehen? So wie ich meinen Auftrag erfüllt habe. Ich muss jetzt gehen. Heute Abend muss ich in Österreich sein. Noch 5 Minuten. Rufe Agent Triple X. Rufe Agent Triple X. Bitte sofort in der Zentrale melden. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ende. Hier ist Triple X. Habe Ihre Durchsage verstanden. Ende. Auch in London ist die Stimmung gespannt. Der Leiter des Secret Service telefoniert gerade mit dem Premierminister. Ja, Herr Premierminister, natürlich bin ich mir über den Ernst der Lage klar. Ja, ich werde sofort meinen besten Mann darauf ansetzen. Auf Wiedersehen. Moneypenny, wo ist 007? Er hält unsere Stellung in Österreich, Sir. Die muss er sofort aufgeben. Sofort. Doch die Nachricht kommt bei dem Agenten Ihrer Majestät reichlich ungelegen. Denn in der Berghütte wärmt sich 007 nicht nur am Kaminfeuer. Oh, James, ich finde einfach keine Worte. Ich gebe dir mit Vergnügen Nachhilfeunterricht. Da tickert plötzlich ein Metallstreifen aus dem Telex in Bonds Armbanduhr. 007, melden Sie sich sofort im Hauptquartier. M. Was ist passiert? Wo willst du hin? Es ist gerade was gekommen. James, ich brauche dich. England auch. Kaum hat Bond die Hütte verlassen, greift das Mädchen zum Funkgerät. Er ist gerade weg. Er ist gerade weg. Draußen im Schnee empfängt ein Trupp von bewaffneten Skiläufern die Nachricht. Habe verstanden, wir warten. Bis nachher, Ende. Und dann kommt Bond, ebenfalls auf Skiern. Also los. Sieben begreift schnell, dass diese Eskorte ihn nicht ins Tal, sondern geradewegs in die Hölle begleiten will. Der Geheimagent hat keine Wahl und muss einige seiner Verfolger töten. Schließlich springt er über eine Klippe in die Tiefe. Doch dann öffnet sich ein Fallschirm und er schwebt sicher zu Boden. Makes me feel sad.
Einen Tag später, im Kreml. Schicken Sie Agent Triple X rein. Genosse General, ich melde mich zur Stelle. Guten Morgen, Major Masowa. Wir sind in einer etwas heiklen Situation. Unser Atom-U-Boot Potjomkin ist plötzlich verschwunden. Sabotage? Das sollen Sie herausfinden. Unser Verdacht geht in eine bestimmte Richtung. Die Spur führt nach Kairo. Sie fliegen noch heute Nacht. Haben Sie mir sonst noch etwas zu sagen, Genosse General? Ja, da ist noch etwas. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Agent Sergei Borsow ums Leben gekommen ist. Er wurde bei einem Unternehmen in der Nähe von Berngarten, in den österreichischen Alpen, getötet. Sein tragischer Tod ist uns ein Ansporn. Es ist uns keineswegs entgangen, dass Sie und Borsow mehr als Freundschaft füreinander empfunden haben. Es tut mir sehr leid. Wie ist er gestorben? Uns liegen noch keine näheren Informationen vor. Ich vermute, es hat einen Zusammenstoß mit dem britischen Secret Service gegeben. Wenn Sie mich bitte auf dem Laufenden halten würden. Es ist mein Wunsch, den Mann kennenzulernen, der für seinen Tod verantwortlich ist. Leaking, bitte vom Land erlaufen. Leaking, bitte vom Land erlaufen. Langsam senkt sich der schwere Militärhubschrauber auf das Landedeck der Flottenbasis in Portsmouth. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Morgen, 007. Hallo, Q. Na, wie ist es gelaufen? Ja, ein ständiges Auf und Ab. Guten Morgen, Commander. Guten Morgen. Captain Forsythe. Commander. Freut mich. Commander Bond, Sir. Mr. Frederick Gray, Verteidigungsminister. Guten Morgen, Commander. Guten Admiral Morgen, Hargreaves vom Führungsstab der U-Boote. Arch Royal, habe ich, echt? Yes. Ich nehme an, M hat Sie schon informiert. Ja, stimmt, Sir. Darf ich bitten, Gentlemen? Man begibt sich an eine geheime elektronische Seekarte, auf der ein Kurs in Form einer roten Linie aufleuchtet. Ich nehme an, dass das der Kurs ist, den die Ranger im Patrouillengebiet laufen sollte. Das ist richtig. Wie viele Personen kannten diesen Kurs? Admiral Hargreaves, sich selbst und natürlich Talbot, der Kommandant des Bootes. Dann legt Bond eine Folie über die Karte, auf der ebenfalls ein Kurs eingezeichnet ist. Dieser verläuft deckungsgleich mit dem anderen. Großer Gott. Woher stammt das? Tut mir leid, Benson. Das fällt unter Geheimhaltung. Ja, natürlich, Sir. Diese Mikrofilmvergrößerung bedeutet also, dass die Russen unsere Atom-U-Boote unter Wasser orten und versenken können. Ich fürchte, so ist es. Aber wie können Sie die orten? Das ist doch unmöglich. Nein, das ist ziemlich einfach. Sie können das sehr leicht durch ein Wärmeerkennungssystem erreichen. Darf ich Ihnen einen kleinen Denkanstoß geben? Wir bitten darum. Danke. Es ist doch bekannt und für uns nichts Neues, dass Satelliten mit Infrarot-Hitzesensoren Nuklearraketen während des Fluges aufgrund ihres Düsenstrahls erfassen. Ja und? Selbstverständlich kann man mit dem gleichen Verfahren genauso gut auch ein getauchtes Atom-U-Boot aufspüren. Nämlich durch sein Kielwasser. Aber das bedeutet ja, dass Sie unsere Verteidigungskonzeption mühelos unterlaufen können. Ja, es sieht ganz so aus. Wenig später verlassen der Minister und 007 gemeinsam den Stützpunkt. Woher haben wir denn diese Folie, Freddy? Aus Kairo, Diplomatengepäck. Irgendjemand hat die Pläne des Ortungssystems in die Hand bekommen und versucht, sie zu verkaufen. Daher auch die Folie zum Beweis, dass sie echt sind. Sollten wir Interesse daran zeigen, wird der Preis ziemlich hoch sein. Hoch? Astronomisch. Das vermisste U-Boot hatte 16 Polaris-Raketen an Bord. Ich hoffe, wir haben einen Draht nach Ägypten. M informiert Sie über alles. Sie fliegen noch heute Nacht. Unterdessen in einer gewaltigen, luxuriös eingerichteten Unterwasserfestung. Dr. Beckmann und Professor Markowitz. Danke. Ja, meine Herren, der Augenblick ist gekommen, um voneinander Abschied zu nehmen. Ich gratuliere Ihnen, Doktor, und auch Ihnen, Professor, zu Ihrer brillanten Arbeit und Ihrem Ergebnis, dem U-Boot-Ortungssystem. Das ist hauptsächlich Ihr Verdienst, und ich freue mich, sagen zu können, dass die erste Phase unseres Unternehmens zu einem beachtlichen Erfolg geführt hat. Ich habe daher Anweisungen gegeben, dass jedem von Ihnen auf sein Schweizer Bankkonto 10 Millionen Dollar überwiesen werden. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Ich denke, das ist das Ende unserer Geschäftsbeziehung. Bevor Sie aber gehen, muss ich Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen, dass eine neue, äußerst gefährliche Situation eingetreten ist. Jemand hat versucht, die Pläne unseres Ortungssystems zu verkaufen. Und wissen Sie auch an wen?
Zwei rivalisierende Weltmächte. Jemand, der eng mit dem Projekt in Verbindung stand. Ach, meine Teure, es wäre vielleicht besser, wenn Sie uns einen Augenblick allein lassen würden. Ja, ich danke für Ihr Verständnis. Die junge Dame auf der anderen Seite der Tafel erhebt sich und verlässt den riesigen Raum in Richtung des Aufzugs. Doch hinter der Tür öffnet sich plötzlich der Boden und sie rutscht durch eine gläserne Röhre in ein Wasserbecken. Sofort zieht eine mörderische Dreiecksflosse auf sie zu. Sie waren es, die mich verraten haben. Sie hatten Zugang zu allen Informationen. Und jetzt werden Sie dafür bezahlen. Noch einmal, Gentlemen, meinen zutiefst empfundenen Dank. Während die Unterwasserfestung donnernd aus den Fluten auftaucht, damit die beiden Wissenschaftler mit dem Helikopter abgeholt werden können, ruft der größenwahnsinnige Stromberg seine beiden Lakaien herein. Chandor. Ja, Sir? Beißer, ich erteile Ihnen hiermit folgenden Auftrag. Wiederbeschaffung der Mikrofilmkopie des U-Boot-Ortungssystems. Chandor, Sie werden ihn begleiten und alles tun, was er sagt. Jede Person, die mit dem Mikrofilm auch nur entfernt in Berührung kommt, ist zu eliminieren. An Deck ist der Hubschrauber startklar. Achtung, Achtung! Hubschrauberplattform räumen! Hubschrauberplattform räumen! Auf seinem Monitor beobachtet Stromberg den davonfliegenden Helikopter. Dann drückt er auf einen Schalter. Annullierung des Transfers von 20 Millionen Dollar. Benachrichtigung der nächsten Angehörigen über das tragische Unglück und den Tod von Professor Markowitz und Dr. Beckmann. Die Beisetzung fand auf See statt. Unterdessen reitet 007 auf einem Kamel durch die Wüste. Nach einiger Zeit erreicht er mit seinem Führer ein Zeltdorf. Shukran. Salam Aleichem. Alaikum Salam. Möge der Frieden Allahs mit diesem Ort sein, der einem bescheidenen Reisenden Obdach gewährt. Möge die armselige Gastfreundschaft den Ansprüchen des erlauchten Gastes genügen. James Bond, was für eine freudige Überraschung. Komm, setz dich, mein alter Junge. Danke. Ich habe mich gefragt, was du wohl so treiben würdest nach unserer Zeit in Cambridge. Also, was du danach treiben würdest, war mir schon klar. Shukran. Naja, wir haben nicht nur Öl, weißt du. Was kann ich dir anbieten? Schafsaugen, Datteln, Wodka Martini? Informationen. Wer bringt das U-Boot-Ortungssystem auf den Markt? Fällt dir denn wirklich kein besseres Thema ein? Der Mann, der letzten Endes wichtig für dich ist, ist ein gewisser Max Kalber. Wieso letzten Endes? Um an Kalber heranzukommen, musst du erst mit einem Mann namens Fekesh Kontakt aufnehmen. Assis Fekesh. Ich gebe dir seine Adresse in Kairo, aber heute ist es schon zu spät. Kann ich dich überreden, heute Nacht hier zu bleiben? Das ist sehr nett von dir, aber ich muss wirklich... 007 verstummt, als er die duftende Blume des Orients entdeckt, die sein Freund für ihn hereingerufen hat und die jetzt mit gesenktem Blick an seiner Seite niederkniet. Und du bist ganz sicher, dass ich dich nicht überreden kann? Wenn man schon Ägypten besucht, sollte man auch versuchen, in seine Geheimnisse einzudringen. Am nächsten Tag in Kairo.
Bond begibt sich zu der Adresse von Aziz Fekesh und betritt das Haus. Mr. Bond? Ja, ich bitte um Entschuldigung, die Tür war offen. Mr. Fekesh erwartet mich, wir haben telefoniert. Er kommt etwas später. Er bittet um Entschuldigung. Darf ich fragen, wo er ist? Mr. Fekesh hat mich gebeten, Ihnen so lange die Zeit zu vertreiben. Entzückend. Argwöhnisch sieht sich James im Hause um. Wo ist Fekesh? Sie sind etwas misstrauisch, Mr. Bond. Lieber etwas misstrauisch als etwas tot. Also, wo ist er? Die schöne Assistentin schmiegt sich an den Agenten. Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, sagen Sie es mir. Es kommt zwar überraschend, aber für Süßes lasse ich alles stehen. So dringend meine Verabredung auch ist, so ungern würde ich mich hier unterbrechen lassen. Oh, da kannst du ganz beruhigt sein. Also, dann dauert es noch eine Weile, oder? Trifft er sich mit jemandem? Tut mir leid, das kann ich nicht beantworten. Oh doch, ich denke schon. Die Dame bemerkt entsetzt, dass hinter dem Fensterladen der Empore jemand auf Bond anlegt. Nein! Auch Bonds Kugel verfehlt ihr Ziel. So eilt er geduckt die Treppe zum Oberstock empor. Dann nimmt er sich den Attentäter vor. Es ist Chandor. Die Prügelei spielt sich auf der Dachterrasse ab und die beiden Kontrahenten kommen der Kante immer näher. Als Chandor schließlich über dem Abgrund hängt, versucht Bond noch eine Information zu bekommen. Wo ist Fekesh? Wo ist Fekesh? Pyramid! Ein hoffnungsloser Fall. Am Abend besucht Bond die Sound- und Lightshow der Pyramiden von Gizeh. Im Publikum entdeckt er die russische Agentin Triple X, die in eine ernste Unterhaltung mit Aziz Fekesh vertieft ist. Die Show hat gerade angefangen. Sie sind heute Abend an einer der berühmtesten Stätten der Welt. Hier in der Ebene von Gizeh stehen die jahrtausendealten Zeugen menschlicher Schöpferkraft. Kein Reisender, kein Herrscher, Händler oder Dichter ist hier vorbeigezogen, ohne vor Ehrfurcht überwältigt zu sein. Der Mantel der Nacht wird zurückgeschlagen und gibt den Blick auf eine Bühne frei, auf der sich das Drama einer Kultur abgespielt hat. Diejenigen, die aus dem Dunkel der Geschichte traten, sich gegen Sand und Wind wehrten, haben hier ihre unvergänglichen Spuren hinterlassen, nachfolgenden Generationen als Vermächtnis. Da entdeckt der Ägypter im aufblitzenden Scheinwerferlicht den Beißer. Entschuldigen Sie mich, Major. Ich bin sofort wieder zurück. Fekesh läuft in die Dunkelheit, um dem Killer zu entkommen. In einem Grabmal bringt das Stahlgebiss des Hünen dem Ägypter sein Ende. Bond kommt ein paar Minuten zu spät. Als er wieder nach draußen tritt, steht dort die russische Agentin. Wo ist Fekesh? Bei den Pharaonen. Sie haben ihn getötet. Nein, er war tot, als ich ihn gefunden habe. Da versuchen die Leute der schönen Russin Bond zu überwältigen. Aber 007 macht kurzen Prozess mit ihnen. Ich hoffe, die Vorstellung hat Ihnen gefallen. Gute Nacht. Wenig später schlendert Bond durch den Mujaba Club und lässt sich an der Bar nieder. Einen Hinweis auf dieses Etablissement hatte 007 im Notizbuch des toten Fekesh entdeckt. Dann kommt noch jemand. Je später der Abend. Willkommen im Mujaba Club.
Möchten Sie etwas trinken, Major Amasova? Oder darf ich Sie Triple X nennen? Sie sind gut informiert. Informationen verlängern das Leben. Ich bitte um Entschuldigung für Ivan und Boris. Sie sind etwas übereifrig gewesen. Tja, gutes Personal ist so selten wie ein Lottogewinn. Ja, Sir? Die Dame möchte ein Bacardi on the Rocks. Und für den Gentleman? Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Auch gut informiert. Commander James Bond, von der Royal Navy zum britischen Secret Service abgestellt. Lizenz zu töten, was er des Öfteren schon getan hat. Viele Freundinnen, aber nur einmal verheiratet. Seine Frau kam bei einem... So genau wollte ich es gar nicht wissen. Sie sind ja sensibel, Mr. Bond. In manchen Dingen schon, ja. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Unglücklicherweise habe ich eine Verabredung. Glücklicherweise habe ich auch eine. Leben Sie wohl, Mr. Bond. Auf Wiedersehen. Ich habe nämlich das dunkle Gefühl, dass wir uns bald wiedersehen. Wo finde ich Mr. Calver? Mr. Max Calver ist der Besitzer dieses Clubs, Sir. Da drüben. 007 geht auf den hageren Herrn zu, auf den ihn der Angestellte verwiesen hat, und lässt sich neben ihm nieder. Mr. Calver, mein Name ist Bond, James Bond. Was wollen Sie von mir? Sie haben eine Verabredung mit einem Mr. Fekesh. Ja, und? Er wird nicht kommen. Sie haben etwas, was ich gern kaufen möchte. Augenblick, daran bin ich auch interessiert. Sie haben Ihren Drink vergessen, Mr. Bond. Vielen Dank. Nastrovia. Es tut mir außerordentlich leid für Sie. Aber wie wollen Sie gegen das, was Ihre Konkurrentin zu bieten hat, ankommen, Mr. Bond? Wäre es denn gestattet, den zum Verkauf stehenden Artikel erstmal zu besichtigen? Calver kramt eine kleine Blechkassette aus seinem Jackett und hält sie den Agenten unter die Nasen. So, und jetzt höre ich Ihre Angebote. Mr. Calver, Telefon, es ist dringend. Entschuldigen Sie. Doch Calver bleibt verschwunden. Als 007 nach dem Rechten sieht, findet er nur noch eine Leiche. Und der Beißer verschwindet gerade als Telefonmechaniker verkleidet. So leise wie möglich klettert Bond in den Lieferwagen des Killers. In der Sekunde, als der Wagen anfährt, geht die Türe noch einmal auf. Ich hoffe doch nicht, dass Sie mir nachlaufen. Calver wurde ans Telefon gerufen. Was ist passiert? Er wurde durch einen Anruf abberufen. Und der Mikrofilm? Wo ist er? Durchsuchen Sie mich. Doch leider gibt es eine Sprechverbindung zum Fahrerhaus. Der Feind hört also jedes Wort mit. Der da vorne muss ihn haben, sonst wären Sie nicht hier. Ich glaube, Sie wissen gar nicht, wer das ist. Das ist der Berufskiller. Sein Name ist Weißer, ne? Machen Sie keinen Fehler, Mr. Bond. Ich will diesen Mikrofilm. Und ich werde ihn auch bekommen. Ich kriege ihn eher, wetten? Der Beißer hat sich für die Beseitigung seiner Fracht eine gewaltige Ausgrabungsstätte ausgesucht. Er verlässt den Lieferwagen nach langer Fahrt und verschwindet zwischen den mächtigen Säulen. Die beiden Agenten folgen und plötzlich stehen sie ihm gegenüber. Die Sache mit den Fäusten auszutragen erweist sich als ziemlich schmerzhaft für 007. Also zieht die Majorin ihre Pistole. Keine Bewegung. Her mit dem Mikrofilm. Na los, wird's bald? Der Beißer rückt den Film zwar raus, aber lässt es dabei nicht bewenden. Glücklicherweise weicht Bond seinem Schlag aus und der Riese begräbt sich selbst unter einem Gerüst. Auf Holzklopfen bringt ihm Glück. Doch der Beißer hat sich aus dem Bauschutt gegraben, kaum als die beiden im Kleintransporter sitzen. Geben Sie mir den Schlüssel. Den großen, würde ich sagen. Während Anja verzweifelt versucht, das Fahrzeug in Gang zu bringen, demoliert es der Hühne nach allen Regeln der Kunst. Schaltet man so in Russland? Rückwärts wäre eine echte Alternative. Wollen
Sie lieber, dass ich fahre? Frau am Steuer. Seien Sie doch still. Passen Sie auf. Geschüttelt wie Ihr Martini. In einem letzten Versuch hält der Hühne den Wagen hinten an. Aber dann muss er die beiden ziehen lassen. Dieser Gorilla muss eine eiserne Konstitution haben. Vorhin haben Sie mich ja ganz hübsch verladen. Die brave Frau denkt an sich selbst zuerst. Naja, schließlich haben Sie mir das Leben gerettet. Wir alle machen Fehler, Mr. Bond. Dann fängt aber das Vehikel an zu streiken. Die Zylinderkopfdichtung ist hin. Hut ab. Und es geht zu Fuß weiter durch die Wüste. Schließlich erreichen die beiden einen Fluss. Und dort liegt auch tatsächlich ein Segelboot. Was hat er gesagt? Eigentlich nur zwei Worte, aber das heißt, er bringt uns nach Kairo. Na wunderbar. Während Triple X sich ein wenig ausruht, prüft 007 heimlich den erbeuteten Mikrofilm mit einem Taschensichtgerät. Dann setzt er sich zu der schönen Russin, die es sich auf einem Tampen einigermaßen bequem gemacht hat. Ganz schön kalt. Kann ich vielleicht irgendwas tun, um Sie aufzuwärmen? Sie sind viel zu besorgt um mich, Mr. Bond. Ich habe ein Überlebenstraining in Sibirien hinter mir. Ja, ich glaube, das ist ein Nationalsport bei Ihnen. Was haben Sie denn dort gelernt? Dass es überaus wichtig ist, sich zu einer positiven Lebenseinstellung durchzuringen. Und damit kommt man da durch? Die Verpflegung ist natürlich auch nicht unwichtig. Mhm. Und was noch? Wenn es nötig ist, das Austauschen körperlicher Wärme. Ja, das sagt mir sehr zu. So was machen die wirklich in Sibirien? Ja, aber auf eine etwas andere Weise. Sie nutzen die Situation doch nicht etwa aus, oder? So was liegt mir völlig fern. Hätte mir was zu lesen einstecken sollen. Bond resigniert etwas, als die russische Agentin ihr Zigarettenetui aus dem Strumpfhalter zieht. Und dann bläst sie ihm auch noch irgendein ekelhaftes Pulver ins Gesicht. 007 kippt um wie gefällt. Erst im Hafen von Kairo kommt er wieder zu sich. Triple X ist natürlich über alle Berge. Wo ist sie hin? Effend Elbent. Elbent in Taunay im Rache. Also begibt sich Commander James Bond zu einer unterirdischen Ruine. Der mit der Zentrale abgesprochene Treffpunkt. Guten Morgen, Moneypenny. Guten Morgen, James. Ist er da? Aha. Muss das aber eine Party gewesen sein? Lähmend, Moneypenny. Ich bin dabei eingeschlafen. Dann betritt Bond das Zimmer seines Vorgesetzten. Hallo, James. Wir haben Sie schon erwartet. Guten Morgen, Sir. Es gab eine kleine Programmänderung. Sie kennen vermutlich meinen Gegenspieler vom KGB. General Gogol und Major Amasova haben Sie ja inzwischen auch kennengelernt, glaube ich. Sogar Ihre bevorzugte Zigarettenmarke. Unsere beiden Regierungen haben sich darauf geeinigt, gemeinsam nach den verschwundenen Booten zu suchen. Damit beginnt eine ganz neue Epoche anglo-sowjetischer Kooperation. Und um unseren guten Willen zu beweisen, übergebe ich Ihnen den Mikrofilm zur Auswertung, den Agent Triple X sichergestellt hat. Das reinste Kinderspiel, möchte ich noch dazu sagen. Bemühen Sie sich nicht. Er ist nichts wert. Ich habe ihn auf dem Schiff geprüft. Sie irren, es handelt sich um den richtigen Film. Ja, bloß, dass die wichtigsten technischen Informationen entfernt worden sind. Die wollten doch nur, dass wir anbeißen. Vielleicht kann Q etwas damit anfangen. Kurz darauf versammelt man sich am Mikrofilmprojektor.
Wir sind ziemlich sicher, dass diese Zeichnung in Italien gemacht wurde. Die Größe gleicht dem venezianischen Oktavformat. Das Schriftbild unterstützt noch diesen Verdacht. Und dann erkennen Sie die ganz leichte Aufwärtsneigung der Transversalen? Cool. Was ist denn das da am Rand? Wo? Ach, das da! Da hat sicher etwas unter der Zeichnung gelegen, als sie fotografiert wurde. War bestimmt sehr eilig. Können wir das größer kriegen? Moment mal. Oratory. Was ist das? Ein anderes Wort für Kapelle. Sieht ein bisschen wie eine Bischofsmütze aus. Es ist ein Fisch. Das ist das Firmenzeichen der Stromberg-Schifffahrtslinie. Karl Stromberg, einer der reichsten Männer der Welt. Ein führender Monopolkapitalist der westlichen Welt. Das heißt auch nicht Oratory, das heißt Laboratory. Stromberg hat ein Meeresforschungslaboratorium. Bei Korsika, glaube ich. Meine Hochachtung, James. Genauer gesagt, ist es bei Sardinien. Brillant. Ich bin sicher, dass zwei so vielversprechende Talente brennend gern auf Sardinien zusammenarbeiten werden. Das wird auch dazu beitragen, dass die anglo-sowjetische Kooperation langsam Gestalt annimmt. Mit dem Zug fahren die beiden zu ihrem Einsatzort. Nach dem Dinner bringt 007 seine Kollegin noch zu ihrem Abteil. Da wären wir. Das Essen war geradezu ein Fest. Ich danke Ihnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie so einen gesunden Appetit haben. Ich eigentlich auch nicht. Vielleicht macht es das Reisen im Zug. Ich fahre sehr gern so. Ich muss an meine Fahrt nach... Warum reden Sie nicht weiter? Beinahe hätte ich von einem Auftrag gesprochen. Ja, es ist schon seltsam. Wir können nicht reden, obwohl wir in der gleichen Branche sind. Aber bei Konkurrenzfirmen? Im Augenblick nicht, glücklicherweise. Nein. Und wie wär's jetzt mit einem Schlummertrunk auf Kosten der Firma? Meiner Firma. Tut mir leid. Ich fürchte, morgen wird ein schwerer Tag. Ich muss jetzt ins Bett. Tja, dann schlafen Sie gut und träumen Sie was Schönes. Sie auch. Gute Nacht. Gute Nacht. So begibt sich Bond allein zur Ruhe. Plötzlich hört er Triple X schreien. Als er in die Kabine stürzt, greift ihn der Beißer an. Für Bond sieht es gar nicht gut aus. Der Hühne schleudert ihn wie eine Puppe durch das Abteil. Schließlich schafft er es aber, dem Angreifer die kaputte Nachttischlampe ans Stahlgebiss zu halten. So aus dem Konzept gebracht, hat Bond leichtes Spiel mit dem Riesen. Der Beißer verabschiedet sich alsdann durch das geschlossene Fenster. Was ist denn passiert? Ach, nichts. Er kam bloß auf einen kleinen Happen vorbei. Sie sind verletzt. Jetzt nicht. Jetzt sind Sie erst mal dran. Was war das noch, was man Ihnen beim Überlebenstraining beigebracht hat? Eine positive Lebenseinstellung. Und den Austausch körperlicher Wärme. Aber wie man sich gegen Zugwind schützt, habt ihr nicht gelernt. Wie denken Sie jetzt über einen Schlummertrunk? Sie haben mir das Leben gerettet. Danke, James. Warum legen Sie sich nicht hin? Dann kann ich mir das ansehen. Aber was nehmen wir, um dich zu verbinden? Wie wär's damit? Am nächsten Tag übergibt ihnen Q auf Sardinien einen weißen Lotus Esprit, der natürlich nicht von der Stange ist. Guten Morgen, Major Boothroyd. Wünsche ich ebenfalls. Sieh mal, was uns Q mitgebracht hat. Ist doch hübsch, ne?
Was ich noch sagen wollte, 007, ich habe in dieses Wägelchen ein paar nette kleine Extras eingebaut. Gehen Sie vorsichtig damit um. Sie kennen doch meine Fahrweise. Ja, eben deswegen. Wenig später erreichen Triple X und 007 ihre Unterkunft. Buongiorno. Buongiorno, Signore. Signora? Wir sind angemeldet. Mein Name ist Sterling. Ah ja, Mr. und Mrs. Sterling. Vorbestellung aus Kairo. Ja, richtig. Sie haben die Suite A5, ein Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer. Moneypenny hat's wieder mal zu gut mit uns gemeint. Haben Sie vielleicht eine Nachricht für mich? Danke sehr. Ausgezeichnet. Man gewährt uns eine Audienz. Am Nachmittag legt zur verabredeten Zeit ein schnittiges Motorboot am Hotelkai an. Mr. Sterling? Ja? Ich bin Naomi. Mr. Schonberg hat mich gebeten, Sie abzuholen. Wie aufmerksam. Das ist meine Frau und gleichzeitig meine Assistentin. Sie machen Ferien hier? Wo ein Meer ist, ist ein Meeresbiologe nie auf Urlaub. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten, bevor wir fahren? Nein, danke. Mr. Stromberg ist ein beschäftigter Mann. Er liebt Pünktlichkeit. Ungeheuer schnittig. Das Boot natürlich. Im weiten Bogen nähert sich das Boot der aufgetauchten Festung Strombergs und läuft dort in einen eigenen Hafen ein. Danke. Sehr beeindruckend. Ach, könnten Sie meine Frau hier vielleicht ein bisschen rumführen, während ich bei Mr. Stromberg bin? Oh, natürlich. Hier, bitte. Danke. Ach, Schatz, bitte fall ihr nicht auf die Nerven, hörst du? Ich bin bald zurück. Ach, noch etwas. Mr. Stromberg hat eine Aversion gegen das Händeschütteln. Es ist der dritte Knopf. Danke. 007 landet mit dem Fahrstuhl in einem der gewaltigen Wohnräume Strombergs. Der opulente Raum weist sogar Fenster auf, die dem staunenden Besucher wie in einem Aquarium das umgebende Meer zeigen. Warum versuchen wir, den Weltraum zu erobern, wenn 7/10 unseres Planeten noch unerforscht sind? Die Welt des Meeres. Sie scheinen in der Lage zu sein, diesen Fehler zu korrigieren. Mein Name ist Sterling, Robert Sterling. Sehr freundlich von Ihnen, mich zu empfangen. Im Gegenteil, es ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich immer, jemanden begrüßen zu können, dessen Interessen in die gleiche Richtung gehen. Wie ich sehe, sind hier die mannigfaltigsten Spielarten der Unterwasserfauna vertreten. Sie kennen doch sicher auch diese Spielarten, nicht wahr? Aber natürlich. Pteroys volitans. Andere Fische meiden ihn. Seine Rückenstacheln sind giftig. Wild, schön, aber tödlich. Ich sehe, Sie beherrschen Ihr Fach, Mr. Sterling. Ich versuche es. Sie leben hier völlig unabhängig von der Außenwelt, Mr. Stromberg. Ja, ich bin so etwas wie ein Einsiedler. Ich bin immer bestrebt, mein Leben auf meine Weise zu leben. Und in einer Umgebung, mit der ich mich identifizieren kann. Das ist ein Privileg des Reichtums. Tja, und vermissen Sie nicht die Außenwelt? Für mich ist das die ganze Welt. Da ist Schönheit. Da ist Hässlichkeit. Und da ist Tod. Ich glaube, dass Sie das hier interessieren wird, Mr. Sterling. Und damit deutet er auf ein Modell in einem Glaskasten. Eine Unterwasserstadt. Faszinierend, nicht wahr? Die einzige Hoffnung für die Zukunft der Menschheit. Wir haben alle unsere Träume. Kein Traum, Mr. Sterling. Schon bald eine Realität. Ja, ich fürchte, Sie müssen mich entschuldigen. Ich habe noch andere Termine.
Auf Wiedersehen, Mr. Sterling. Und falls wir uns nicht wiedersehen, wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für den Einblick, den Sie mir gewährt haben. Er wird meinen Forschungseifer beflügeln. Auf Wiedersehen, Mr. Stromberg. Bond fährt mit dem Fahrstuhl wieder nach unten. Das ist ja wahnsinnig interessant. Ah, da bist du ja. Hallo, Schatz. Sieh dir dieses Modell an. Fantastisch, ne? Das ist die Liparus, das neueste Schiff der Stromberg-Linie. Vor 9 Monaten vom Stapel gelaufen und mit über 1 Million Tonnen der größte Tanker der Welt. Nach der Karl Marx natürlich. Ist ja erstaunlich. Also was mein kleines Frauchen alles in ihrem süßen Köpfchen hat. Unterdessen hat jemand anderes eine Audienz bei Stromberg. Der Beißer. Waren das die beiden im Zug? James Bond. Und die Frau ist Major Amasova, eine russische Agentin. Lass die beiden an Land und dann das Übliche. Inzwischen sind die beiden Agenten wieder mit dem modifizierten Lotus unterwegs. Du bist so geheimnisvoll. Wo wollen wir hin? Zu einer zweiten Exkursion ins Stromberg-Laboratorium. Denkst du, er könnte von dort das Ortungssystem dirigieren? Möglicherweise. Wir wissen nur, dass 2 Atom-U-Boote vermisst werden. Fandst du das Tankermodell nicht etwas eigenartig? Irgendwie war der Bug so merkwürdig. M überprüft das schon. James, das Motorrad da verfolgt uns schon über 1 Meile. Plötzlich macht sich der Beiwagen des Motorrads selbstständig. Startet durch wie eine Rakete. Nur durch ein waghalsiges Manöver zwischen 2 Lastwagen hindurch kann 007 es abschütteln. Es rast unter den Hänger und explodiert. Der Motorradfahrer weicht dem Feuerball aus und durchbricht die Leitplanke. Ab geht es über die Klippe. Ich glaube, der ist falsch abgebogen. Doch da nimmt schon wieder ein Wagen die Verfolgung auf. Dahinter uns. Ja, ja, jetzt nur keine Panik. Ein gezielter Schuss Schlamm auf die Windschutzscheibe löst auch dieses Problem. Ein älterer Herr ist nicht gerade begeistert darüber, dass jetzt ein Wagen in seinem Hausdach steckt. Ich habe so das Gefühl, der mag uns nicht. Naomi winkt zum Gruß freundlich aus dem Cockpit des Helikopters. Zu schwimmen. Und damit steuert 007 den Esprit einfach über die Kaimauer ins Meer. Ein paar Schalter und der Sportwagen wird zum tiefseetüchtigen U-Boot. Wir werden der Dame jetzt mal einen kleinen Gruß schicken. Endlich allein. Schließlich taucht vor ihnen Strombergs Festung auf. Deswegen sind wir hergekommen. Doch die Kampfschwimmer rücken schon aus, um das Anwesen ihres Herrn und Meisters zu verteidigen.
Der Lotus muss eine Menge Feuerproben bestehen. Halt dich fest. Da. Dann kommt auch noch ein richtiges kleines U-Boot. Triple X drückt einen Knopf und nebelt den Wagen ein. Woher hast du das gewusst? Ich habe vor 2 Jahren die Konstruktionszeichnung gestohlen. Mitten am Badestrand taucht der weiße Lotus im wahrsten Sinne des Wortes auf. Zum Erstaunen aller Anwesenden. Wenig später setzt sich Bond mit einem Zettel in der Hand zu Triple X in den Wohnraum der Suite, wo sie gerade in ein Buch vertieft ist. Entschuldige bitte die Störung, aber ich hatte M um eine Liste aller Häfen gebeten, die der Stromberg-Tanker angelaufen hat. Und wie lautet die Antwort? Es gibt keinen Beweis, dass er seit seiner Fertigstellung überhaupt einen Hafen angelaufen hat. Das ist sehr merkwürdig, wenn es stimmt. In solchen Dingen unterlaufen uns keine Fehler. Genau das könnte auch ein Russe sagen. Ich finde, wir sollten uns den Tanker näher ansehen. Du nicht? Doch, natürlich. Soll ich Gogol kontakten? Nein, nicht nötig. M hat bereits angeboten, alles Notwendige zu veranlassen. James gibt seiner russischen Kollegin Feuer. Sie wirft einen Blick auf sein Feuerzeug. Hübsch ist das. Aus Österreich. Ich habe sie in Berngarten gekauft. Berngarten? Ja, ich war dort zum Skilaufen. Wann war das? So vor 3 Wochen, warum? Die schöne Russin holt ein Foto aus ihrer Handtasche und zeigt es Bond. Erkennst du ihn? Nein, wer ist das? Der Mann, den ich geliebt habe. Er war vor 3 Wochen in Berngarten. Hast du ihn getötet? Wenn jemand in einem Wahnsinnstempo auf Skiern hinter einem her ist, um einem eine Kugel in den Rücken zu jagen, dann kann man sich wohl kaum das Gesicht merken. In unserem Geschäft werden Menschen getötet. Wir beide wissen das. Und er auch. Es ging nur um eins, er oder ich. Die Antwort auf deine Frage lautet ja. Ich habe ihn getötet. Hör zu. Wenn dieses Unternehmen beendet ist, werde ich dich töten. Ein paar Stunden später werden die beiden Agenten von einem Sea King-Hubschrauber auf einem Atom-U-Boot der Vereinigten Staaten abgesetzt. Sie begeben sich sofort zur Kapitänskajüte. Herein. Commander Carter? Ganz recht. Willkommen an Bord. Major, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Kann ich Ihnen was anbieten? Danke, nein. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Majorin Amasowa hat gerade ihren Helm abgesetzt. Bitte entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass eine Frau an Bord kommen würde. An Bord dieses Schiffes, Commander, bin ich Major Amasowa von der Roten Armee. Ja, natürlich. Nett, dass Sie uns helfen, Commander. Es stehen 2 Kabinen zu Ihrer Verfügung. Danke. Major, Sie, selbstverständlich dürfen Sie meine Dusche benutzen. Keinerlei persönliche Vergünstigung für mich, Commander. Ach, nicht der Rede wert. Waffenbrüder sollten sich helfen. Bald ist der verdächtige Tanker aufgespürt. Fertig machen für 2. Zielbeobachtung. Seerohr ausfahren. Okay. Zielbeobachtung. Geschwindigkeit. Entfernung. Kurs. Seerohr einfahren. Steuerbordmaschine große Fahrt voraus. Entfernung 6200 Yards, Sir. Gegner Bug rechts. Lage 60, Sir. Torpedo fertig, Sir. Sofort, Sir. Unsere beste Schussposition, 120 Grad, 3 Meilen Geschwindigkeit. Triple X lädt gerade ihre Waffe. Welche haben Sie für mich reserviert? Die erste oder die letzte? Was ich mir vornehme, führe ich aus, Commander. Ich schwör's Ihnen. Naja, das ist Ihre Sache. Aber ich würde mit solchen Prognosen lieber etwas vorsichtig sein. Man kann nie wissen, ob...
Strom, Stromausfall, Stromausfall. Reaktoralarm, Reaktoralarm. Auftauchen. Vorn und achtern anblasen. Der Tanker kommt immer näher. Seerohr ausfahren. Okay. Zum Teufel, wo ist es denn? Es läuft direkt auf uns zu. Das ist doch nicht möglich. Wie ein riesiges Maul öffnet sich der Bug des Tankers und verschluckt das gesamte Atom-U-Boot. Im Innern des gigantischen Schiffes gibt es eine richtige Hafenanlage. Das U-Boot legt langsam an. Dann kommt auch Stromberg. Ein Haftlautsprecher wird am Bug des U-Bootes angebracht. Haftlautsprecher bereit, Sir. Commander, Sie haben genau 2 Minuten Zeit, um die Luken zu öffnen und Ihr Boot zu übergeben. Andernfalls droht Ihnen Exterminierung durch Cyanidgas. Was jetzt? Ich sehe keine Alternative. Alles herhören. Hier spricht der Kommandant. Alle Luken auf und in Ruhe das Boot verlassen. Bisschen schneller, Commander. Meine Geduld ist nicht unerschöpflich. In Zweierreihen auf dem Oberdeck antreten! Bond wendet sich noch schnell an Triple X. Tu so, als wärst du Besatzungsmitglied. Der Zeitplan muss eingehalten werden. Geben Sie sofort die dazu nötigen Befehle. Ja, yes. Achtung, Achtung! Die Besatzungen von Stromberg 1 und 2 begeben sich sofort an Bord ihrer U-Boote. Bringen Sie die Amerikaner zu den anderen Gefangenen. Gefangene abführen. Nicht hochsehen, wir haben uns auf dem Monitor. Fertig machen zur Übernahme der Nuklearraketen. Rufe Leitstelle. Zielkoordinaten nochmal zu überprüfen. Zielkoordinaten. Und dann sieht Stromberg auf dem Monitor, wie Anja die Mütze vom Kopf gerissen wird. Die langen Haare fallen herunter. Anja! Radar auf. Kein Kontakt bis 35.000. Bringen Sie die beiden Gefangenen her. Los, beweg Sie. Du auch. Kurz darauf stehen die beiden vor Karl Stromberg. James Bond, Major Amasova. So viel Hartnäckigkeit bewundere ich. Mein Kompliment. Jetzt kann Ihre Neugier endlich befriedigt werden. Beide Mannschaften an Bord, Sir. Die Boote sind einsatzbereit. Ihre Angriffsziele haben Sie bereits erhalten. Um 12 Uhr werden Sie Ihre Abschussposition erreicht haben. Und Minuten später haben Moskau und New York aufgehört zu existieren. Globale Vernichtung ist die Folge. Dein neues Zeitalter bricht an. Stromberg 1 und Stromberg 2 zum Auslaufen fertig machen. Damit haben Sie Ihren Standpunkt klar gemacht. Also, wie viel wollen Sie? Wie viel?
Was meinen Sie damit, Mr. Bond? Ich meine den Preis dafür, dass Sie die Nuklearraketen nicht abfeuern. Sie denken in anderen Kategorien, Mr. Bond. Ich bin nicht an Geld interessiert. Ich werde das Gesicht der Welt verändern. Indem Sie sie vernichten? Indem ich sie neu erschaffe. Eine neue, wundervolle Welt im Schoß der Ozeane. Unsere Zivilisation, unsere Lebensweise ist korrupt und dekadent. Unaufhaltsam zerstört sie sich selbst. Ich beschleunige lediglich diesen Prozess. Das gibt Ihnen noch lange kein Recht zum Massenmord. Dafür, Major, nehme ich gelassen das Urteil der Nachwelt in Kauf. U-Boote sind bereit zum Auslaufen, Sir. Danke. Lassen Sie die Bugklappen öffnen, Captain. Stromberg 1, auslaufen. Langsam öffnen sich die gewaltigen Tore. Stromberg 2, auslaufen. Passen Sie gut auf, Mr. Bond. Das sind die Werkzeuge der Vernichtung. Den Mann zu den anderen Gefangenen. Oh nein, nein, Sie nicht. Die Dame wird eine kleine Reise zu Atlantis mit mir unternehmen. Leben Sie wohl, Mr. Bond. Dieses liebenswürdige Wort hat zugegebenermaßen das Odium der Ewigkeit. Auf Wiedersehen, Anja. Gehen wir. Doch Bond kann entkommen. Er bedient sich der Einschienenbahn, die sich durch das Innere des Tankes zieht. Ruf ihn her. Hey, du. Schließlich gelangt er zu dem Raum, wo die anderen Seeleute gefangen gehalten werden. Wo ist der Kommandant? Hier. Befreien Sie die anderen Männer und dann alle ins Waffenlager. Okay, alles mitkommen, Beeilung! Los, Jungs! Der Ausbruch wird schnell entdeckt. Aber dennoch schaffen es die Männer, bis zur Waffenkammer vorzudringen. Alles hermetisch abriegeln! Bedient euch! Wir haben jetzt das untere Deck. Aber ich fürchte, Talbot hat's erwischt. Wir kommen nicht an den Kontrollraum ran. Die Panzerung da muss ungeheuer sein. Die schaffen wir nicht. Dann zurück ins Waffenlager. Was wollen Sie denn dort suchen? Eine Nuklearrakete. Eine Nuk... Warten Sie! Unterdessen ist Triple X bei Stromberg in dessen Unterwasserfestung. Sie ist gefesselt. Sie sind wunderschön. Es tut mir leid, wenn Sie sich hier nicht ganz wohl fühlen. Aber da Sie einen Hang zur Gewalttätigkeit haben, bleibt mir nichts anderes übrig. Was gibt's? Ich muss den Ausbruch von ein paar Gefangenen melden. Das ist bedauerlich, Captain. Aber wir haben die Lage völlig in der Hand, Sir. Der Befehlsraum ist ja uneinnehmbar. Dann wollen wir hoffen, Captain, dass Ihnen weitere Missgeschicke erspart bleiben. Im Waffenlager haben die Männer inzwischen die Rakete auseinandergebaut. Okay.
Das Einzige, was ich davon brauche, ist der Sprengkopf. Sie wissen doch hoffentlich, was Sie da machen. Naja, alles macht man irgendwann zum ersten Mal. Verdammt. Gibt's ein Problem? Der Metallring, der macht mir die meisten Schwierigkeiten. In diesem Ring ist die Antriebsschaltung, Sir. Und die ist magnetisch. Ich darf sie mit keinem Teil des Sprengkopfs berühren. Und was passiert, wenn Sie es tun? Dann brauchen wir keinen Sarg. Die Spannung im Raum ist greifbar. Aber schließlich ist es geschafft. Der Sprengkopf ist ausgebaut. Ich brauche eine Sprengkapsel Nummer 6. Ah, Sir. Nummer 6, Sir. Danke. Haben Sie den Zünder auf 20 Sekunden eingestellt? Jawohl, Sir. Hier. Plastiksprengstoff? Plastiksprengstoff, Sir. In der Kommandozentrale ahnt noch niemand, was Ihnen blüht. Da läuft alles genau planmäßig? Ja, Sir. Ausgezeichnet. Und so macht sich Bond mit dem Sprengkopf auf den Weg. Er ist auf die riesige Kamerakugel geklettert und fährt so ungesehen in Richtung der Zentrale mit. Sir? Was ist denn? Kompletter Bild- und Tonausfall. Tatsächlich hat die Sprengwirkung der Bombe ein riesiges Loch in die Panzerung des Kommandostandes gerissen. Die Männer stürmen den Raum. Feuer einstellen! Zu spät, Bond. Unsere U-Boote haben ihre Position erreicht. In 4 Minuten werden die Raketen abgefeuert. Das Programmübertragungssystem. Können Sie damit umgehen? Ja, natürlich. Aber uns bleiben nur noch 3 Minuten. Wenn wir die Position der U-Boote herausbekommen, dann können wir die Raketen vielleicht umprogrammieren. Und warum? Dann zerstören sich die Boote gegenseitig. Geben Sie die Position des ersten U-Boots dem zweiten U-Boot als Ziel an. Und umgekehrt. Ja, genau. Und so geschieht es. Bis zur letzten Konsequenz. Die U-Boote zerstören sich auf hoher See gegenseitig. Die Retter der Welt beobachten es aus dem Kommandostand auf dem Tanker. Dann bleibt auf einmal keine Zeit mehr. Der Tanker geht in die Luft! Alle Mann auf dem schnellsten Weg an Bord! Weiter sagen! Beide Jungs! Alle sofort an Bord! Tauchstation! Los, Beeilung, Leute! Auf Tauchstation! Beeilung! Alle Mann auf Tauchstation! Kreiselkompass besetzen! Los! Gefechtsruderstand besetzen! Notbeleuchtung, Notbeleuchtung ausschalten. Macht endlich die Luken dicht und sofort auf eure Gefechtsstation. Torpedoraumzentrale. Laden Sie Rohr 1 mit Mark 46. Mündungsklappe Rohr 1 öffnen.
Vorhaltewinkel 0 Grad. Vorhaltewinkel 0 Grad. Mündungsklappe Rohr 1 geöffnet. Peilungswinkel 0 und Schuss. Fertig. Schuss. Und damit hat der Kommandant seinen Männern, seinem U-Boot und sich selbst den Weg freigeschossen aus dem Bauch des Tankers. Langsame Fahrt voraus. Haut genau hin. Langsame Fahrt voraus. Ruder 7 Grad Backbord. Ruder 7 Grad Backbord. Dann nimmt die Ranger Kurs auf die Strombergfestung Atlantis. Währenddessen holt Kommandant Carter 007 in seine Kabine. Schließen Sie die Tür. Hören Sie gut zu, ist direkt vom Pentagon. Auf Anweisung des Sicherheitsausschusses ist Atlantis sofort zu zerstören. Und was heißt sofort? Auf Gefechtsstation, 5 Minuten. Mit Torpedos? Ja. Er hat Anja da drüben. Ich weiß, James, es tut mir leid. Ich muss sie rausholen. Wie denn? Sie haben doch die Sachen, die Kuh für mich geschickt hat. Ja, sicher. Martin? Sir? Das Paket für Commander Bond, bitte. Ah, ja, Sir. Ich brauche eine Stunde dazu. Das ist völlig unmöglich. 40 Minuten. Durch Sie kriege ich noch ein Verfahren auf dem Hals. Okay. Sie haben die Stunde. Danke. Herein. Vielen Dank. Auf einem Wassermotorschlitten braust der britische Geheimagent hinüber zu Atlantis. Kaum hat er das Innere betreten, wird er auch schon über Lautsprecher begrüßt. Guten Abend, Mr. Bond. Ich habe Sie erwartet. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich schicke Ihnen den Fahrstuhl runter. Es hat mich gefreut, Mr. Bond. Eigentlich öffnet Stromberg per Knopfdruck den Fahrstuhlboden, aber der Hai wartet vergebens. Bond hat sich in der Kabine festgeklemmt. Eine bodenlose Gemeinheit. Wo ist Anja? Das ist kaum zu glauben. Ein britischer Agent liebt eine russische Agentin. Das nennt man Entspannung. Setzen Sie sich, Mr. Bond. Ihre Uhr läuft ab, Stromberg. Ihre auch, Mr. Bond. Ihre auch. Und schneller, als Sie denken. Bond sieht Strombergs Hand unter die Tafel verschwinden und springt instinktiv zur Seite. Das war Ihr letzter Trumpf, Stromberg. Jetzt bin ich dran. Und das war das Ende eines gewissen Stromberg. Dann gibt es noch den Beißer, der im Flur plötzlich vor dem Agenten steht. 007 findet, dass dessen breites Grinsen ein hübsches Ziel für seine letzte Kugel ist. Doch lange hält das den Hünen nicht auf. Und so kommt es zum Kampf. Der völlig unterlegene Bond muss sich dringend etwas einfallen lassen. Und da kommt ihm der riesige Magnet an der Decke gerade recht. Listig lockt er das Stahlgebiss in die Falle. Sie hängen wohl sehr an Ihrem Job. Bond steuert den Magneten über das Becken mit dem Haifisch. Und dann... Ah, hi. Thank you.
An Bord der Ranger bricht langsam Nervosität aus. Wir haben die Zeit schon 5 Minuten überschritten, Sir. In diesen Sekunden findet 007 endlich Triple X. James, wo ist Stromberg? Tot. Und das sind wir auch, wenn wir hier nicht schnellstens verschwinden. Peilungswinkel 0 und Schuss! Anja und James gelingt es, im letzten Augenblick sich mit der luxuriös ausgestatteten Rettungskapsel Strombergs abzusprengen. Und während das kugelförmige Gerät der Meeresoberfläche entgegenstrebt, liegen die beiden Agenten zum ersten Mal wieder nebeneinander. Eine gute Seite hat sogar ein Stromberg. Und wenn es nur sein Champagner ist, Dom Pérignon 52. Doch plötzlich hat Triple X ihre Waffe in der Hand. Unsere Zusammenarbeit ist beendet, Commander. In meinem Land pflegt man dem Verurteilten gewöhnlich einen letzten Wunsch zu gewähren. Gewährt. Lass uns die nassen Sachen ausziehen. Aber James, was würden unsere Vorgesetzten sagen? Sie werden es nie erfahren. Da die Kapsel einen starken Sender hat, wird sie bald von der Marine geborgen. Heckklappe öffnen! Ist die Bergung kompliziert? Wir werden es erleben. Dann ist die Kapsel sicher an Bord. Leider hat sie ein großes Panoramafenster. James. Hm? 007 Triple X. Und was machen Sie denn da? Ich versuche, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you, baby.